Willkommen zu Nerdrum spielt. Ich bin in Star Wars Squadrons mal wieder unterwegs. Diesmal nicht im VR-Modus. Der macht bei mir doch ab und zu mal ein bisschen Probleme. Wie man auch schön sehen kann, gibt es jetzt den B-Wing. Den können wir uns jetzt mal von verschiedenen Seiten anschauen. Etwas mehr von vorne. Von hinten. Von oben. Und wir können auch ins Cockpit. Jo, dann mal verlassen. Zudem können wir auch mal in den imperialen Hangar gehen, weil es hier jetzt auch den TIE Defender gibt. Auch hier können wir mal gucken, ist das Pilotenanpassung. Da können wir ansehen. Kommen wir noch ins Cockpit rein. Können wir von hinten gucken. Ah, wie das im TIE Fighter so üblich ist. Etwas spartanisch. Lassen wir den mal wieder und gucken mal mit der Übung, was wir mit einem Beaming so machen können. So, ich sehe unten rechts, wie sich momentan der B-Wing wieder ausgerichtet ist. Jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich das Ding zur Seite gedreht. Und habe ich mir einen Raider mal geholt. Wo ist er? Da ist er. Mal sehen, ob er die Bomben aufschaltet. Schild nach vorne. Ja.
Bomben habe ich keine mehr. Schilde sind weg. Jetzt hätte ich die Bomben wahrscheinlich gebraucht. Wenn ich hinter dem Raider bin. Noch nicht allzu viel anhaben, okay. Was mit dem Beaming wahrscheinlich relativ langweilig. Denn so kann er mir nichts tun. Okay, das mit den Bomben muss ich nochmal üben. Fliegen wir mal zum Auftanken. Hier dazwischen. Da ist die Fregatte. So, alles wieder ganz aufgetankt. Von hinten an. So. Jetzt würde ich gerne wissen. Wie ich getroffen habe. Ich sehe nur, wie weit ich weg bin, aber wie das mit den Bomben funktioniert, sehe ich nicht. Kann ich dann irgendwie mal mich von außen zeigen, damit ich weiß, wie das mit den Bomben funktioniert? Aber das zeigt er mir irgendwie nicht wirklich an. Tut.
freie Sicht, L. Nee. Ah. Okay. Stabiles Schiff. Ich kann mich jetzt auch wieder reparieren lassen. Aber irgendwie zu sehen, wie das mit Flug, wie das mit den Bomben funktioniert, sehe ich aktuell so mal gar nicht. Werde ich mich dann wohl noch mal irgendwie informieren müssen. Dann können wir jetzt mal hergehen und können den Hangar wechseln. Irgendwelche Probleme mit der Maus gehabt. Dann versuchen wir nochmal den TIE Defender. Schießen wurde ganz gut. Ich komme aus dem Sternzerstörer raus und Reparaturschiff ist nur ein Raider. Und wenn ich jetzt eine Staffel auf mich zukommen, auf mich zukommen lasse, nur viele. Anders zu erwarten. Einer weniger. Sieht fast nach einem Kinderspiel aus mit einem Defender. Jetzt nicht mehr. Ich werde verfolgt.
ausgleichen. Stellt sich dann sehr schnell das Problem heraus. Deshalb, dass mit der VR-Brille einiges besser war. Ich kann dann einfach die Jäger besser verfolgen. Einer weniger. Immer noch. Zwei oder drei? Sieht aus wie zwei. Der letzte. Das ist, ehrlich gesagt, doch relativ einfach. Gut. Jo, zwei nette Schiffe. Wobei ich beim B-Wing dann nochmal gucken muss, wie das mit den Bomben funktioniert.